Heute ist vielleicht der glücklichste Tag hier auf diesem YouTube-Kanal, denn ich bin endlich auf dem Bergwerk Lab Server. Oh mein Gott. Und noch viel besser, ich habe 100 Abonnenten auf dem Kanal hier. Und das, obwohl ich noch nie jemandem erzählt habe, dass dieser Kanal existiert. Das finde ich wirklich toll. Und wir wollen jetzt natürlich endlich mal nach so langer Zeit das ganze Zeug spielen, was wir schon immer spielen wollten. Und zwar wollen wir spielen. Ha, Flash. Flash wollen wir spielen. Dann mal los. So, und da wären wir jetzt auch in Flash. Und das ist, glaube ich, die Map Candyland. Ja. Wie springt man? Ganz normal. Alter, es ist so schnell. Ich komme noch nicht ganz drauf klar. Also, man muss tatsächlich diesen Knopf drücken, wenn man zurückgesetzt werden will. Ja, Gott, ich sehe schon, warum Leute Modus nicht. Oh Mann, diesen Modus nicht mögen. Aber ich spiele ihn gerade zum ersten Tag. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Okay. Schaffen wir. Oh Mann. Was hat man eigentlich drin? Speed 2 oder was ist das? Speed 3? Ich weiß es nicht. Hüpf und hüpf. Und ich hüpfe einfach zu weit. Ah, man kann sogar. Nein, man kann es nicht. Schade. Alter, es ist ja übel. Es ist ja echt übel. Das hätte ich gar nicht gedacht. Klar habe ich mir gedacht, es ist nicht leicht, wenn sich alle drüber aufregen. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so nervig einfach nur ist. Dass man es gar nicht richtig. Nein, jetzt hatte ich es. Und dann springe ich weiter. Das ist wieder der Klassiker. Und meine Uhr vibriert. Yay, wie immer in jedem guten Video. Och Mann, jetzt war ich so weit. Ich war so weit wie noch nie. Mist. Aber ich habe gefühlt, ich glaube, man kann den Bogen rauskriegen. Man hat, es verzeiht einem ein bisschen was, diese Speed. Man kann manchmal über Löcher drüber rennen, so. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Alter, voll übers Ziel hinaus. Oh Mann. Ich muss weiter drüben springen, habe ich das Gefühl. Es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. So, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt sind wir. Oh Mann! Was ist denn das? Die ganze Zeit springt man viel zu weit. Und dann, wenn man mal nicht zu weit springt, man kann einfach durchrennen. Ich konnte gerade wirklich einfach durchrennen. Kann ich das jetzt wieder? Nein. Zack. Ey, es ist lächerlich. Okay. Och Mann, was ist denn das? Das ist total langweilig für euch zu angucken. Oder es ist total witzig, keine Ahnung. Für mich ist es persönlich einfach nur frustrierend. Hier lang zu rennen und immer in Löcher reinzuspringen oder gar nicht abzuspringen oder irgendwann abzu. Und übrigens, ich packe euch die IP-Adresse unten rein. Das ist nämlich das Problem gewesen, dass die. Oh, Alter, dass da auch noch Löcher in der Mitte sind. Das war nämlich das riesige Problem. Deswegen konnte ich nie auf diesen Server, weil der so eine richtig. Also, man kommt über die normale IP noch nicht. Alter, ich springe immer wieder genau gleich in dieses Loch. Zack, 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 zack. Wieder rein. Zack, zack, zack. Wie, weiter vorne, weiter hinten. Wow, ja, jetzt hatte ich es mal. Zack, zack. Okay. Zack, zack, zack. Komm schon. Zack. So weit waren wir noch nie. Alter, das ist so schnell. Man kann gar nicht richtig reagieren. Das ist übel krass. Oh ja, klar, jetzt hier like a boss. Einfach wieder genau in den. No! An den Punkt zurückgesprungen, an dem ich weg war vorhin. Krass, das hätte ich gerne wieder. So, bam, badam, badam. Zu früh abgesprungen. Man lernt ja schon dazu, man weiß ja seine Fehler. Man ist sich denen ja bewusst. Manchmal kann man halt einfach nichts dagegen tun, weil es einfach zu schnell ist. Vielleicht sollte ich nicht auf Super Quake stellen, mein Sichtfeld, sondern auf. Ich hab's gar nicht. Ich mach's mal auf 90. Dann habe ich es vielleicht nicht ganz so krass mit diesen Distanzen einschätzen. Ja, viel besser. Viel besser. Ich bin zwar immer noch nicht ein wirklich besserer Spieler, aber es ist auf jeden Fall. Ich finde, man hat einen besseren Überblick. Aber ich bin noch eigentlich schlechter jetzt. Traurig. Ach komm, das ist doch lächerlich. Man bekommt diesen Speedrausch gar nicht mehr so mit. Das ist halt der Vorteil. Speedrausch im wahrsten Sinne des Wortes. So, Alter, jetzt hat gerade das Sprinten nicht richtig funktioniert und dann doch und jetzt habe ich aus Versehen da drauf geklickt. Das war intelligent.
das Sprinten funktioniert einfach nicht immer. Das ist richtig nervig. Besonders sind schon Leute bestimmt im Ziel. Und ich hier mit meinem Skill. Alter, es ist bestimmt jeder jetzt schon weiter als ich. Aber ich spiele es doch zum ersten Mal, muss man fairerweise sagen. Und ich wollte meine erste Runde, mein erstes Mal mit euch teilen. Haha. So, ich springe immer wieder in dieses Loch. Ich hätte echt kein Problem damit, wenn sie das zumachen würden. Es wäre immer noch schwierig genug. Nur weniger frustrierend wäre es. So. So, jetzt sind wir so weit wie noch nie. Und erster Checkpoint. Endlich. Gott. Die richtig schwierigen Sprünge kommen ja erst noch. Haha. Oh, Checkpoint 2. Krass. Jump Boost. Hier weiß ich, dass man. Genau das sollte man da tun. Hier einfach so durch kann. So, jetzt muss man hier, glaube ich, irgendwie rüber. Ja, lächerlich, habe ich ja gesagt. Man muss genau zielen. Genau zwischen die Augen zielen. So. Wow. Oh Mann. Wieso ist dieser Spielmodus so unfair? Als wäre er nicht schon an sich irgendwie halt schwer genug. Nein, man muss ihn sogar unfair machen. Muss man da runter? Wahrscheinlich. Ah, kriegt man da Damage oder? Nee. Nein! Ach genau, vor dem Checkpoint. Ist ja lächerlich. Ich glaube, der Fire-Ding-Schaden macht mich nicht mal schlechter. Er hilft mir eher. Ist wie Leute, bei denen man ganz genau weiß, die können nicht gut zielen, wenn sie mir etwas abwerfen wollen. Dann bleibt man lieber an dem Punkt stehen, an dem man steht, weil dann ist die Chance geringer, getroffen zu werden, als wenn man ausweicht. Weil Leute, die nicht gut werfen können, tendenziell einen ja nicht treffen, da wo man steht. Ja. Ich weiß, es ist sehr intelligent. Meine Aussage hier, komm schon, jetzt haben wir Checkpoint. Jetzt kommen die richtigen Hardcore-Sachen. Zumindest sind es die Sachen, an denen die Let's Player immer hängen bleiben. Alter. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht gegen die Leiter sneaken? So, jetzt geht doch. Alter, man muss ja krass abspringen. Man muss viel langsamer sein als ich. Muss praktisch. Oh. Wieso die spawnt man denn? Man muss immer auf dieses scheiß Teil draufklicken. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, würde irgendwann automatisch zurückgesetzt werden. Aber nein. So, geschafft. So, hier muss man jetzt irgendwie. So, ja, genau so. Ja, woher kenne ich diesen Modus? Ich kenne ihn von Stegi, ich kenne ihn von MC Expert, ich kenne ihn von Sturmwaffel. Das sind auch genau meine drei Lieblings-Let's Player eigentlich. Ich finde, die sind am witzigsten und am besten auch und überhaupt. Jetzt muss ich hier, ich sneake mich hier gerade vor, damit ich nicht so schnell bin. Aber es ist trotzdem verdammt schnell. So. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Krass. Okay, wie springe ich jetzt am besten? Ja, ich wusste, dass ich es nicht schaffe, deswegen habe ich das Teil gedrückt. Sich hier auch noch zu geben als Battle gegen andere, die gut sind, das muss ja richtig hart kommen. Alter, man kann nicht mal ruhig dahin laufen. Nein, man rennt einfach vollkommen übers Ziel hinaus, weil manchmal sprintet man schneller, manchmal sprintet man langsamer, manchmal sprintet man gar nicht. Es ist ein bisschen eigenartig gefixt. Oder eben nicht gefixt von dem Bergwerk-Team hier. Oh, scheiße, ich werde es zur Seite rauslaufen. So. Ja, ich dachte, ich mache einfach mal YOLO. Das ist ja so stressig, dieser Modus. Der ist ja so stressig. Oh, mein, nee, man wird sogar resettet irgendwann. Es ist eine Qual. Warum tue ich mir das? Warum wollte ich unbedingt diesen Modus spielen? Warum heute beim 100. Video? Warum? Mal gucken, ob Get Damage in der Runde drin ist. Nee, dann wäre sie schon vorbei. Das wäre dann ja Tim. Tim heißt ja irgendwie immer Get Damaged auf dem Server. Finde ich eigentlich ganz cool. Eigentlich ja auch. Jetzt hatte ich es und habe aus Versehen geklickt. Alter! Alter! Jetzt kaum mache ich das Item mal nicht ins Inventar. Damit ich nicht immer aus Versehen draufklicke. Es ist einfach nervig. Es ist einfach nervig, sage ich euch. Vor allem bin ich nicht mal weit vorne. Ich bin wirklich relativ weit hinten. Also, es gibt Leute, die können das scheinbar.
Oh, dieser Holzblock da. Wenn der da nicht wäre, wäre das so viel angenehmer. Und man kann hier nicht einfach durchlaufen. Das nervt mich übelst. Man kann... Was ist denn das? Ach, jetzt kommt, ihr seid doch lächerlich. So, zack, machen wir mal hier. Gucken, ob es da besser geht. Nein, man läuft da einfach runter. Man kann nicht, man muss anhalten. Das nervt mich. Jedes Mal dieses Anhalten. So, zack, runter sneaken und dann erst springen. Das ist ziemlich stressig. Oh, ist 9. Checkpoint von 10. Krass. Och, jetzt ist, vorhin habe ich das doch geschafft. Was ist denn jetzt los? Okay, Konzentration. Ich kriege hier langsam schon einen Krampf. Aber ich werde diesen Modus, denke ich, mal wieder spielen. Dann können wir sehen, wie ich mich verbessere. Falls ich mich oh, diese Spinnenweben. Wenn wenigstens die nicht wären. So. Ach ja, genau. Ich habe doch gesprintet. Alter. Dieser Modus ist so lächerlich. Ich bin richtig, richtig mies in dem. Vor allem weiß ich ja, dass da hinten auch nochmal Stellen kommen, an denen ich wahrscheinlich runterfalle, genau wie jetzt gerade. Man springt einfach so auf gut Glück los. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht. Es ist richtig nervig. Jetzt habe ich mich gerade wieder unnötigerweise resettet. Jetzt habe ich mich nötigerweise resettet. Oh Gott, richtig nervig. Oh, schon wieder diese scheiß Cobweb. Warum ist die da? Das macht es nur unglaublich lang. Ein Modus, der Flash heißt, dauert dann richtig lang dank dem Teil. So. So, wie komme ich jetzt hier am besten durch? Ich springe jetzt einfach mal gezielter. Okay, ich habe es geschafft. Nein! Zurück, 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 zurück. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ich will nicht nochmal. Ja. Okay. Oh Gott, ich habe es geschafft. Oh Gott, ja. Checkpoint. Endlich. Welcher sind wir? Vierter. Vierter von 10. Oh. Wie geht's denn hier weiter? Hier oben irgendwo, oder? Das ist ja richtig hardcore gemacht alles. Denk mal, hier kann man einfach durchsprinten. Nein, kann man nicht. Naja, immerhin haben wir Regeneration 5 oder 4 ist das 4. Also, wir brennen zwar noch, aber wir sterben nicht, sage ich mal, am Feuer. Komm schon, hört's auf zu brennen. Wie lange brennt man denn? Fire Observation hätten sie gleich auch noch draufhauen können. Boah, ich sneake jetzt lang. Ich habe keinen Bock, da runter zu fallen. So wie jetzt. Das muss ich alles nochmal neu machen. Oh, Mann. Was ist denn das? Wer denkt sich sowas? Oh, wir sind im Ziel. Yay. Ziel. Wir hätten das hier noch machen müssen. Die Torte. Hätte ich nie geschafft. Dann das hier. Vielleicht. Naja. Gut, dann war es heute von Flash. Ich hoffe, ihr konntet es etwas ertragen. Es war ja schon recht zäh. Geil, jetzt wurde ich sogar vom Server gekickt. Hier seht ihr nochmal den Server, jetzt könnt ihr es euch auch angucken. Das ist die IP. Dann schreibe ich die, glaube ich, okay, ich werde sie schon unten reinschreiben. Gut, dann war es das von diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls es so war, lasst vielleicht ein Like da und so weiter und so fort. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.